Musikmanagement studiert, ist man für Musik begeistert, weniger vielleicht für die Aufnahme von Musik oder man möchte selber singen, sondern eher für die Vermarktung, für das Begleiten von Künstlern, für das Großmachen von Künstlern. Und da ist es wichtig, dass man diese ganzen digitalen Modelle sozusagen von der Pike auf gelernt hat. Musikmanagement ist die Fachrichtung, die in extremer Weise in der Industrie vom digitalen Wandel als erstes erfasst wurde. Wenn man sich überlegt, den Übergang von der CD in den Download und jetzt im Streaming-Bereich. Die Musikwirtschaft hat in den letzten 10 Jahren viel an Umsatz verloren, hat sich aber in den letzten 3 Jahren total gewandelt durch diese ganzen Audio-Streaming-Anbieter, also Spotify, anschaut oder Apple Music. Im Musikmanagement hat man den Vorteil, wenn man sich quasi die Kultur- und Kreativwirtschaft anschaut, dann hat die ganz viele Einzelbereiche, also die Werbeindustrie, TV, die Games-Industrie. Und die Musikwirtschaft ist sozusagen eine Industrie, die mit allem verbandelt ist. Es gibt keinen Film, der ohne Musik existieren kann, kein Radiosender, der ohne Musik existieren kann. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Plus das, was jetzt natürlich durch die Digitalisierung explodiert. Also wenn ich jetzt ein Handygerätehersteller bin oder so, dann mache ich nicht nur ein Handygerät, sondern ich muss irgendwie gucken, was ist auf dem drauf oder was auf meinem Gerät drauf ist, spielt fast eine größere Rolle wie mein Gerät selber. Und da ist Musik an erster Stelle zu nehmen.